Taktisch klug hat die irische Datenschutzbehörde Freitag am späten Nachmittag ihren Bericht veröffentlicht und den Stopp der automatischen Gesichtserkennung auf Facebook als großen Erfolg verkauft. Wohl auch aufgrund medialen Drucks. Die Gesichtserkennung hat in deutschen Medien und beispielsweise auch von der Datenschutzbehörde Schleswig-Holstein viel Kritik geerntet. Für Max Schrems, Initiator von Europe vs. Facebook, ist das nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Sie haben halt jetzt die Gesichtserkennung abdrehen lassen, was so das leuchtende Licht ist, aber rundherum ist halt wahnsinnig viel Schatten, weil wir haben 22 Anzeigen eingebracht, die anderen 21 sind noch immer nicht gescheit bearbeitet worden. Keine Unterlagen dazu, keine Beweismittel, kein gar nichts. Noch offen ist zum Beispiel, was Facebook mit den gelöschten Daten eines Nutzers macht. Unklar ist, auf welcher Rechtsgrundlage und wie lange die Daten gespeichert werden. Auch das Auskunftsansuchen wird von Facebook weiter verweigert. Jeder Nutzer müsste eine detaillierte Auskunft bekommen, welche Daten über ihn bei Facebook gespeichert sind. Auch bei der viel kritisierten Datenschutzrichtlinie, die das soziale Netzwerk vor dem Sommer überarbeitet hat, wurde von Facebook nur minimales Facelifting betrieben, kritisiert Max Schrems. Dabei haben sie sich noch mehr Rechte rausgeholt, als sie vorher schon gehabt haben. Trotzdem ist es noch vollkommen unverständlich, was Facebook eigentlich mit den Daten tut. Also wir sind der Meinung, das gehört vollkommen neu aufgesetzt. Da sind derzeit Sätze drinnen, zum Beispiel der Einzige, der sagt, was mit den Daten gemacht wird, sagt im Groben, wir verwenden eure Daten im Zusammenhang mit dem Service, den wir euch, unseren Werbetreibenden, anderen Kunden, unseren Partnern und sonst was bieten, Punkt. Und das ist sozusagen, was mit meinen Daten da gemacht wird. Dann stellt sich halt die Frage, was war meine Zustimmung? Der Kampf gegen Facebook ist wohl ein bezeichnendes Beispiel dafür, was passiert, wenn Bürger sich auf ihre Datenschutzrechte berufen. Das ist eigentlich sozusagen das größere Bild, was ich relativ spannend finde, ist, dass wir einfach Gesetze haben, aber die in einigen Ländern in der EU einfach überhaupt nicht effektiv durchgesetzt werden. Da muss man halt sehen, dass wir wirklich noch weite Wege zu gehen haben in Europa, dass das auch wirklich durchgesetzt wird. Weil es ist halt leicht, sich hinzusetzen und Amerika-Bashing zu betreiben und sagen, böses Facebook, böse amerikanische Firma. Aber wenn wir selber nichts tun, damit sich die an unsere Gesetze halten, dann muss man sich auch nicht wundern. Ne? Das Verfahren geht also weiter. Max Schrems und sein Team werden bis Oktober den für Facebook rechtlich nicht bindenden Bericht der irischen Datenschutzbehörde unter die Lupe nehmen. Denn 21 Anzeigen gehören noch bearbeitet.